So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Marco aus Kelheim. Ich und die Steffi. Die Steffi kommt nachher und macht mit mir die Stunde, beziehungsweise wir wechseln uns ab. Wir machen heute eine Reha-Sportstunde. Also nicht wundern, es ist jetzt keine Powerstunde. Es ist eher eine sehr, sehr ruhige Stunde. Es ist was zum Stabilisieren für die ganzen Stabilisatoren von unserer Rückenmuskulatur und so weiter. Kann aber trotzdem jeder mitmachen, ob jung oder alt, auch egal eigentlich welches Krankheitsbild, solange es orthopädisch ist, überhaupt gar kein Problem. Wir starten jetzt gemeinsam los, machen uns jetzt erstmal warm. So, wir starten folgendermaßen los. Wir kreisen die Schultern ganz, ganz locker erstmal nach hinten, schauen, dass wir hüftbreit stehen, Oberkörper aufrecht, mit Betonung nach hinten unten. Bedeutet, wenn wir nach hinten unten schieben, Schulterblätter kurz anspannen, locker wieder nach vorne oben. Beim nach vorne oben gehen immer ganz, ganz, ganz wichtig, Nacken nicht verspannen, also wirklich locker nach oben und richtig nach hinten ziehen. Ich mache es mal seitlich, so, richtig nach hinten unten, locker nach vorne oben. Wir versuchen jetzt auch von Mal zu Mal wirklich einen Ticken weiterzukommen. Ganz nach vorne gehen und zurück. Wichtig auch, nicht nur gerade nach oben gehen, Schultern wirklich nach vorne oben, hinten unten. Jawohl, perfekt, schaut gut aus. Dann einen Richtungswechsel, selbe Spielchen in die andere Richtung. Wenn wir nach vorne gehen, auch wieder schauen, Schulterblätter hinten zusammenspannen, Oberkörper bleibt aufrecht. Und die Spannung zwischen den Schulterblättern schon mal ein bisschen reinfühlen, die ist jetzt nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist die Muskulatur, die uns aufrichtet. Also vor allem im Reha-Sport und für Ältere sehr, sehr wichtig. So, dann starten wir wieder nach hinten los, gehen jetzt gegengleich nach hinten. Erstmal nur die Schulter, Brustwirbelsäule bleibt ziemlich stabil. Brust bleibt vorne oben und auch ganz, ganz wichtig, ihr macht es einfach weiter. Wenn eine Schulter hinten unten ist, hat die andere vorne oben zu sein. Also wir bewegen nicht nur eine Schulter und dann die nächste, sondern wir bewegen die Schultern gleichzeitig. Gehen ganz nach hinten, Oberkörper aufrecht, hinten Schulterblatt wieder anspannen und mal kurz stoppen, schauen, eine Schulter hinten oben, die andere vorne. Richtungswechsel nach vorne, machen dasselbe Spielchen nach vorne, Oberkörper bleibt aufrecht, richtig weit nach vorne, jawohl. Sehr gut, wieder kontrollieren, beide Schultern bewegen sich, gehen gleich wieder zurück, Oberkörper bleibt jetzt nicht mehr stabil, wir drehen uns richtig mit nach hinten ein, Brustwirbelsäule geht mit nach hinten. Bauchspannung, also leichte Grundspannung im Bauch und so weit wie es geht nach hinten kommen. Sehr gut. So, letzten 10 Sekunden nochmal durchtesten, ob wir noch einen Ticken weiter zurückkommen. Grundspannung im Bauch, Hüfte bleibt stabil, Hüfte bewegt sich nicht mit. Letzten 3, 2, 1 und kurz pausieren. Schultern kurz lockern, kurz ausschütteln. So, dann fangen wir folgendermaßen an. Wir bewegen unseren Kopf ganz, ganz leicht, rotieren den Kopf zu einer Richtung, welche Richtung erstmal völlig egal. Schauen hierbei jetzt aber, dass wir nicht so da stehen, sondern Schultern bleiben jetzt hinten unten, wie bei der Übung davor, beim Schulterkreisen. Halten die Schultern da, kreisen mit dem Kopf erstmal ganz, ganz, ganz locker. Nicht bis zum Bewegungsende, ultra wichtig. Ab dem Moment, wo ihr selbst spürt, dass die Nackenmuskulatur ein Ticken lockerer lässt, schauen wir, ob wir ein bisschen weiterkommen. Jawohl, wieder kontrollieren, Schultern bleiben hinten. Und Richtungswechsel. Selbe Spielchen wieder in die andere Richtung. Starten wieder ganz, ganz locker los. Und von Mal zu Mal Ticken weiter nach hinten kommen und nach vorne. Könnt eure Augen schließen, trotzdem aber bitte drauf schauen, Schultern bleiben hinten unten.
Und kurze Pause. Kurz wieder lockern. So, dann starten wir folgendermaßen los. Und zwar, wir gehen am Stand ganz, ganz locker. Also wir gehen einfach nur am Stand auf der Stelle. Starten erstmal wirklich einfach nur locker los. Und fangen dann an, die Schritte weiter nach oben kommen zu lassen. Nehmen die Arme richtig mit. Arme gehen nach vorne oben bis auf Schulterhöhe. Jeder bestimmt bitte selbst, wie weit er die Arme nach oben nimmt. Wir gehen nur nicht über Schulterhöhe. Bei wem es aber nur bis auf Brusthöhe klappt, ist genauso in Ordnung. So, richtig mitnehmen. Versuchen jetzt einen Ticken langsamer zu werden. Also ein Bein hoch. Jawohl. Und halten beim nächsten Mal oben. Halten. Und gehen wieder weiter. Und andere Seite halten. Jawohl. Standbein ganz, ganz leicht gebeugt. Fußsohle flächig belasten, nicht nur auf der Außenseite. Und gehen weiter. Oberkörper bleibt wieder aufrecht. Schulterblätter bleiben hinten. Und gehen wieder. Und halten wieder. Jawohl, richtig aushalten oben, Standbein ganz, ganz leicht gebeugt. Oben das Knie anspannen, Oberschenkel leicht nach oben spannen, Bauch mit anspannen. Und gehen wieder weiter. Jawohl. Letzten 15 Sekunden. Nochmal halten. Jawohl. Standbein kontrollieren, Fußsohle kontrollieren, Schultern bleiben hinten. Und weiter geht's. Und kurze Pause. Kurz lockern. In der Pause machen wir folgendes. Wir gehen leicht in die Knie nach unten. Wir stellen uns erstmal hüftbreit hin, Zehen zeigen leicht nach außen. Gehen leicht in eine Kniebeuge runter, also wirklich bloß ganz, ganz leicht runter. Hände gehen auf die Oberschenkel, Rücken gerade und fangen jetzt an, einen Buckel zu machen und uns richtig aufrichten. Buckel machen, aufrichten. Ganz, ganz wichtig. Wir gehen runter, stützen uns leicht an den Oberschenkeln ab. Knie zeigen dahin, wo die Zehen zeigen und starten los. Jawohl. Wir versuchen von Mal zu Mal einen Ticken weiterzukommen. Bis zum Bewegungsende, jawohl. Und andere Seite. Ganz, ganz locker das Ganze. Kniegelenke bleiben gebeugt, Spannung in den Oberschenkeln. Ihr macht es ganz normal weiter. Jawohl. Gewicht eher auf den Fersen lassen. Gewicht nicht zu sehr nach vorne verlagern. Und kurze Pause wieder. So, nochmal ganz kurz ausschütteln, kurz pausieren. So, jetzt starten wir folgendermaßen los. Wir stellen uns jetzt erstmal in einen sicheren Stand hin. Schultern gehen wieder nach hinten unten. Jetzt fangen wir erstmal an, ein Bein nach oben zu nehmen. Ihr sucht euch dafür eine gute Position für jeden von euch selbst. Bedeutet, ein Bein geht vom Boden weg, sicherer Stand, Standbein ganz, ganz leicht gebeugt, Fußsohle flächig belasten. Nicht nur vorne oder hinten, Fußsohle wirklich flächig. Setzen wieder ab, andere Seite, Bein geht nach oben. Standbein leicht gebeugt, Oberkörper aufrecht, Grundspannung im Bauch und wieder halten. Jawohl. Andere Seite, Seitenwechsel. Könnt dann die Hände wegnehmen. Wer sich sicherer fühlt, kann das Bein schon einen Ticken höher nehmen. Ganz hoch gehen wir dann nochmal zusammen. Und Seitenwechsel. Aufs Standbein wieder achten, Schultern nach hinten unten, Grundspannung im Bauch. Fußsohle flächig belasten. Und wechseln nochmal. Jawohl. Und kurze Pause. Beine kurz lockern, kurz ausschütteln. So, jetzt machen wir was ganz, ganz Lockeres erstmal. Wir machen einen Seitschritt, Abschritt. Seitschritt, Fuß zieht nach. Seitschritt, Fuß zieht nach. Erstmal ganz, ganz locker. Zwischendurch zum Lockern wieder ganz kurz. So, Oberkörper bleibt wieder aufrecht, Schultern gehen nach hinten.
Und jetzt starten wir folgendermaßen los. Wenn wir breit stehen, gehen wir in eine Kniebeuge runter, zack, Bein geht nach. Gehen rüber, zack, Bein geht zur Seite. Jawohl. Runter, zack. Ihr macht es einfach weiter. Ganz, ganz wichtig bei der Kniebeuge. Knie zeigen dahin, wo die Zehen zeigen. Knie drücken leicht nach außen. Gewicht ist auf der Ferse, Rücken gerade. Zack. Jawohl. Und dann schauen wir, dass wir einen Ticken weiter runterkommen. Jeder bestimmt bitte selbst, wie tiefer in die Kniebeuge runtergeht. So weit, wie es für jeden möglich ist. Ganz, ganz wichtig. Unten kurz halten. 21, 22. Zurück. So. Unten halten. 21, 22. Zurück. Letzten dreimal. Jawohl. Und das letzte Mal. Unten nochmal kurz halten. 3, 2, 1 und kurze Pause. So, jetzt starten wir mit dem Einbeinstand wieder los. Folgendermaßen. Wir stellen uns wieder sicher hin, aufrechter Stand, starten los. Das linke Bein geht nach oben, nehmen das Bein richtig weg, Standbein ganz, ganz leicht gebeugt, halten, abstellen. Jetzt machen wir das Ganze aber in Zeitlupe. Schultern wieder nach hinten unten, Brust nach vorne oben. Grundspannung im Bauch, linkes Bein geht weg, wirklich so langsam wie möglich. Und ihr merkt schon, durch das ständige Ausgleichen haben wir ganz viel Stabilisatorendrehen dabei. So, halten und langsam wieder nach unten kommen. Absetzen. Wir wechseln das Bein nicht, wir machen es nur mit der linken Seite erstmal. Halten, langsam zurück. Jawohl. Ja. Ihr könnt es jetzt unten nicht absetzen, über dem Boden leicht halten und gleich wieder nach oben gehen. Wem das zu anstrengend wird, folgendermaßen, setzt es unten kurz ab, lockert es euch kurz, Bein geht wieder weg, Zeitlupe, langsamer werden lassen, oben halten und zurück. So, Seitenwechsel, kurz im Stand einen Ticken gehen, Hüfte einen Ticken wieder lockern. Jetzt machen wir dasselbe mit der rechten Seite. So, rechte Seite geht weg, Standbein leicht gebeugt, Grundspannung im Bauch, Schultern gehen nach hinten, halten, zurück. Geschwindigkeit bestimmt erstmal jeder für sich selbst, die ersten zwei, drei Mal hochgehen, Standbein leicht gebeugt, Spannung im Oberschenkel und wieder zurück. Jawohl. So. Jetzt fangen wir an, wieder langsam zu werden. Das Ganze wieder in Zeitlupe. Also, Bein geht weg, geht ganz, ganz, ganz langsam nach oben. Schultern bleiben hinten. Grundspannung im Bauch. Standbein ganz, ganz leicht gebeugt. Halten. Langsam zurück. Sehr gut. Und durch das ständige Ausgleichen und das ständige Hin- und Herzittern vom Standbein merkt ihr schon, dass wir die Stabilisatoren trainieren. Stabilisatoren sind ganz, ganz, ganz wichtig. Für unsere Gelenke die stabil zu halten. Wir schnackeln immer so schnell um. Jawohl. Oben halten. Langsam wieder zurück. Sehr gut. Schultern wieder nach hinten nehmen. Könnt es dann wieder folgendermaßen weitermachen. Könnt es wieder ohne Absetzen machen. Bestimmt aber bitte jeder für sich selbst. Bein geht nach oben. Sehr gut. Letzten 15 Sekunden. Standbein achten, Fußsohle flächig belasten. Jawohl. Und wir setzen ab. Lockern uns ganz kurz lockern. So, Schultern nochmal ganz kurz kreisen, auf der Stelle im Ticken gehen, dass wir die Hüfte wieder ein bisschen lockerer kriegen. Jetzt starten wir los, folgendermaßen. Wir nehmen das linke Bein nach vorne oben, setzen es ganz weit hinten ab. Nehmen es nach vorne oben, hinten absetzen. Ultra wichtig. Oberkörper aufrecht. Grundspannung im Bauch, so wie besprochen. Bein nach oben gehen. Standbein wieder ganz, ganz leicht gebeugt.
und hinten absetzen. Ganz locker. Jawohl. Jetzt, wenn wir nach hinten gehen, nehmen wir die Arme mit nach oben und zurück. Jawohl. Arme gehen, beim nach hinten gehen, nach oben. So, wer jetzt will, kann das Ganze ohne Absetzen hinten machen. Standbein achten, hinten nicht absetzen, zurück. Jawohl. Fußsohle wieder flächig belasten, Grundspannung im Bauch, letzten 10. Und kurze Pause, kurz locker, durchschütteln. Auf der Stelle wieder gehen, dass wir unsere Lendenwirbelsäule wieder einen Ticken lockerer kriegen, Hintern einen Ticken locker. So, jetzt machen wir dasselbe mit der anderen Seite. So, wir starten mit der rechten Seite los. Gehen erstmal nach vorne, oben, Standbein wieder leicht gebeugt und zurück. Jawohl. Oberkörper aufrecht, Schulterblätter nach hinten, unten. Grundspannung im Bauch, Standbein ganz, ganz leicht gebeugt lassen, nie ganz durchstrecken. Starten jetzt los, die Arme wieder mitzunehmen. So, wir gehen nach hinten, Arme gehen nach oben. Jawohl. Oben wieder kurz halten. Zurück. Wer will, kann jetzt wieder hinten nicht absetzen. Gehen nach hinten, Bein setzt nicht ab, kurz halten. Und ihr merkt durch das ständige Ausgleichen, wie es auch bei mir ist, ganz, ganz wichtig, dann trainieren wir erst richtig die Stabilisatoren. Jawohl. Sehr gut. Letzten 15. Standbein wieder schauen, Standbein leicht gebeugt lassen, Fußsohle flächig belasten. Und kurze Pause, kurz locker. So, jetzt gehen wir wieder leicht in die Kniebeuge, Arme gehen wieder auf die Oberschenkel, starten wieder los, erstmal ganz, ganz locker, Wirbelsäule wieder einen Ticken bewegen. Brust geht richtig nach vorne, oben und einen Buckel machen. So weit, wie es euch gut tut, ganz, ganz wichtig. Jawohl. So. Und nochmal kurz pausieren. So, dann trinken alle ganz kurz einen Schluck. Ganz kurz was trinken beim Reha-Sport, immer ganz, ganz wichtig. Kurzen Schluck trinken. Ich trinke auch kurz einen Schluck. So. Letzte Übung im Einbeinstand. Folgendermaßen. Wird jetzt einmal ziemlich schwierig. Einbeinstand können wir jetzt schon. Was wir achten müssen, ganz, ganz wichtig. Fangen wir mit dem linken Bein an. Gehen wieder nach oben, Oberkörper erstmal aufrecht, Schulter nach hinten unten, Grundspannung im Bauch, Standbein leicht gebeugt, Fußsohle flächig belastet, nicht zu weit vorne, nicht zu weit außen, wirklich flächig. Gehen nach oben, oben halten wir das Ganze kurz. Für wen das jetzt schon anstrengend ist, wer jetzt schon merkt, ah, jetzt falle ich gleich um, der bleibt einfach so. Für wen das noch zu einfach ist, startet folgendermaßen los, und zwar versucht er, auf die Zehenspitzen zu gehen und wieder zurück. Gehen auf die Zehenspitzen und zurück. Ganz kurz immer nur richtig auf die Zehenspitzen nach oben halten, zurück. Jawohl. Ihr macht es einfach weiter, jeder bestimmt wieder selbst, ob er auf die Zehenspitzen geht oder nicht. Und wieder zurück. Standbein bitte gebeugt. Wirklich einmal von der Seite her schauen, wir stehen so, wir stehen nicht ganz durchgestreckt, Standbein gebeugt, Schulter nach hinten, unten, Bauchspannung, Knie nehmen wir nach oben. Ob das Knie jetzt ein Ticken höher ist oder ein Ticken tiefer, völlig egal erstmal. Gehen auf die Zehenspitzen nach oben, zurück.
Wer will, könnte das jetzt auch oben halten. Ihr merkt schon, es ist für mich auch ziemlich anstrengend von den Stabilisatoren her und vom Gleichgewicht her. Letzten 10 Sekunden. Schultern wieder nach hinten nehmen. Und kurze Pause. Wieder lockern. Auf der Stelle hinticken gehen. Ganz, ganz wichtig, dass wir die Wirbelsäule bzw. die Lendenwirbelsäule und den Hintern wieder locker kriegen. So, kurz nochmal ausschütteln. Selbe Spielchen jetzt nochmal mit dem rechten Bein. So, starten erstmal los. Stammbein wieder leicht gebeugt nach oben. Jeder weiß jetzt wieder, auf was wir schauen müssen. Schultern gehen nach hinten, Grundspannung Bauch. Kniegelenk ganz, ganz leicht gebeugt. Fußsohle flächig belasten. Bein lassen wir oben. Für wen das jetzt wieder anstrengend ist, wie gesagt, bleiben wir so. Wer will, kann jetzt wieder auf die Zehenspitzen gehen. Und ihr merkt, eine Seite wird besser sein, eine Seite ist schlechter. Ganz, ganz normal. Und bei wem es genauso doof ausschaut wie bei mir, der trainiert gerade. Ganz, ganz wichtig. Ab dem Moment, wo ich rumwackel, dann trainiere ich erst richtig meine Stabilisatoren. Wenn es jetzt bei Leuten ganz, ganz einfach wäre, dann habe ich wirklich bloß eine Muskelkräftigung und kein Stabilisatorentraining. Wieder drauf schauen. Stammbein leicht gebeugt. Nicht ganz durchstrecken, leicht gebeugt. Schulter nach hinten, Grundspannung im Bauch, Bein bleibt oben. Letzten 15 Sekunden, gehen auf die Zehenspitzen nach oben, jawohl. So, halten nochmal. 3, 2, 1, locker. So, letzte Mal, stützen uns wieder ab, gehen leicht runter. Nur einmal die Wirbelsäule lockern, Lendenwirbelsäule lockern. Von Mal zu Mal weiterkommen. Wir wollen richtig bewegen, wie es euch gut tut. Ganz, ganz wichtig. Könnt ihr euch richtig abstützen auch. Also soll es nicht anstrengend sein. Letzten 5, 4, 3, 2 und 1. Und kurze Pause. So, jetzt wechseln wir. Jetzt macht die Steffi mit euch weiter. Und ich wünsche euch nur viel Spaß. So, hallo. Mein Name ist Steffi, ich bin auch aus Kelheim. Wir machen heute zusammen die Bodengymnastik. Du brauchst dafür eine Matte und ein Handtuch. Und dann stell dich gleich gerne auf die kurze Seite deiner Matte. Dann geht's gleich weiter. Bevor wir nach unten tief auf den Boden gehen, strecken wir uns erstmal nochmal richtig durch. Rechter Arm nach oben zur Decke, linker Arm, rechter Arm, linker Arm. Und dann atme aus und lass beide Arme tief nach unten zurückfallen. Wir machen einen großen Schritt auf die Matte, egal mit welcher Beinseite. Setzen das hintere Knie tief ab. Bringe das zweite Knie dazu. Jetzt bist du im Kniestand und kannst hinten deine Füße flach ablegen. Um in den Vierfüßlerstand zu kommen, setzen wir die vorderen Hände auch noch flach auf die Matte. Gucken jetzt, dass wir einen schönen geraden Rücken haben und die Handgelenke unter deinen Schultergelenken sind und deine Hüftgelenke sind über den Kniegelenken. Der Blick geht nach unten auf die Matte. Und wir buckeln den Rücken erstmal richtig rund durch, Richtung Decke, legen das Kinn auf die Brust. Wir ziehen den Bauchnabel zur Wirbelsäule. Jetzt strecken wir uns durch, gehen ins Hohlkreuz, werfen den Blick nach vorne über die Matte, halten ganz kurz und buckeln nochmal. Rücken richtig schön zur Decke durchstrecken. Bauchnabel einziehen, Kinn auf die Brust legen. Mach dich richtig rund, genießt es. Und wir strecken uns nochmal durch, gehen ins Hohlkreuz, richten den Kopf aus, Blick nach vorne über die Matte werfen. Letztes Mal in den Katzenbuckel, Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen, Kinn auf die Brust legen. Drück dich mit den Knien und den Händen richtig schön in die Matte. Und letztes Mal ins Hohlkreuz, Blick nach vorne über die Matte.
richte deinen Rücken aus. Versuch jetzt schön in eine neutrale Position zu kommen, den Rücken gerade zu machen und dann wollen wir gemeinsam versuchen, die linke Hand mal von der Matte abzulösen. Nur so ein ganz klein bisschen abheben und wir stellen wieder auf. Wir machen das Gleiche mit dem rechten Knie. Rechtes Knie, kurz lösen, aufstellen. Super wäre, wenn du das jetzt noch schaffst, während der ganzen Übung eine schöne Bauchspannung zu halten. Also spann deinen Bauch schön an und wir versuchen das Gleiche nochmal mit der rechten Hand. Löst die rechte Hand von der Matte, halt ganz kurz die Belastung und wir stellen die Hand wieder auf. Linkes Knie kommt dran. Linkes Knie nach oben ablösen. Nicht vergessen, unser Bauch ist richtig fest. Und Knie wieder aufstellen. Wir versuchen es jetzt einen Schwierigkeitsgrad mehr. Das heißt, wir lösen linke Hand und rechtes Knie. Ganz kurz ab. Bauch ist auf voller Spannung. Absetzen. Entgegengesetzt. Rechter Arm, linkes Knie. Ein Stück von der Matte lösen, Bauch ist auf Spannung, Blick geht auf die Matte, wir setzen ab. Sehr gut, einmal mehr, linke Hand, rechtes Knie, halten, 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 Bauch ist auf Spannung, absetzen. Letzter Wechsel, diagonal, rechte Hand, linkes Knie, immer noch Bauchspannung, absetzen. Sehr gut, wir steigern nochmal. Wir strecken die linke Hand nach vorne aus. Blick geht nach unten auf die Matte, sodass die Halswirbelsäule sich entspannen kann. Und absetzen. Sehr gut. Das gleiche schafft auch dein rechtes Bein. Rechtes Bein nach hinten durchstrecken. Kurz den Dreibeinstand halten. Die Zehenspitze von deinem Bein zeigt nach unten Richtung Boden. Absetzen. Genau, rechte Hand ist dran. Nach vorne, als ob du guten Tag sagst, jemanden die Hand schüttelst. Blick ist unten auf der Matte, der Bauch ist fest. Wir setzen ab, linker Fuß. Nach hinten rausstrecken, Bauchspannung halten, Zehenspitze zeigt nach unten. Auch dein Blick geht auf die Matte nach unten. Wir setzen ab, kommen kurz zurück mit dem Gesäß auf die Knie. Strecken uns nach oben durch. Atme durch, entspann dich. Ein kräftiger Atemzug, wir atmen ein. Und wir lassen beim Ausatmen die Arme nach unten fallen. Viele finden das immer ganz anstrengend fürs Handgelenk. Nutz die kurze Pause, locker deine Handgelenke nochmal richtig schön durch. Wir gehen einmal mehr in den Vierfüßlerstand. Machen jetzt sozusagen Level 3. Das schaffst du. Wir lösen jetzt gleichzeitig linke Hand, rechtes Bein. Strecken linke Hand nach vorne aus, rechtes Bein nach hinten weg. Haben eine schöne Bauchspannung, schauen die Matte an und haben natürlich einen festen Bauch. Halte das noch kurz. Und wir setzen ab. Einmal diagonal. Linker Fuß, rechte Hand. Blick ist auf der Matte, Bauch ist fest. Zehenspitze schaut nach unten und die Hand ist, als ob du jemandem guten Tag sagst. Kurz halten, wir setzen ab. Wir schnaufen einmal durch. Wiederholen das Ganze, versuchen 5 Sekunden länger zu schaffen. Links streckt nach vorne durch, rechtes Bein nach hinten weg. Denk an deine Zehenspitze und an deinen Bauch. Wir halten für 5 Sekunden. Noch 3, noch 2, letzte, du darfst absetzen. Letzter Wechsel, dann hast du es geschafft. Linker Fuß, rechte Hand. Konzentrier dich nochmal. Feste Bauchspannung, Fußspitze schaut nach unten, genauso wie der Blick. Die letzten 5 Sekunden, Marco hat schon gesagt, wackeln ist nicht schlimm. Erst da wird trainiert. Und absetzen. Sehr gut, geschafft. Wir gehen nach hinten mit dem Gesäß. Schieb die Arme weit nach vorne. Leg gerne die
die Stirn auf die Matte und guck nach unten auf deine Zehenspitzen. Zieh den Rücken richtig schön in die Länge. Und dann komm ein letztes Mal nach vorne in den Vierfüßlerstand und beweg nochmal die Wirbelsäule. Wir buckeln durch, legen das Kinn auf die Brust, ziehen den Nabel schön Richtung Wirbelsäule. Und wir machen den Rücken nochmal richtig schön lang, gehen ins Hohlkreuz, werfen den Blick nach vorne über die Matte. Letztes Mal Katzenbuckel. Und lass nochmal den Rücken richtig schön durchhängen. Und dann darfst du dich ablegen in Bauchlage. Mach die Füße schön lang, mach die Arme lang. Wir werfen den Blick nach unten auf die Matte, du kennst die Übung. Wir versuchen, den rechten Arm und den linken Fuß einmal diagonal abzuheben. Ganz kurz zu halten, schöne Bauchspannung, ablegen. Linker Arm, rechter Fuß. Einmal kurz in die Luft. Es muss gar nicht so hoch sein, du machst es so, wie das für dich okay ist. Blick ist währenddessen auf der Matte, sodass sich deine Halswirbelsäule wieder entspannen kann. Einmal noch, rechter Arm, linkes Bein. Kurz halten, ablegen. Letzter Wechsel, linker Arm, rechtes Bein. Und ablegen. Leg dich auch mal ab, streck die Arme aus. Entspann dich ganz kurz und dann darfst du dich für die letzten Übungen einmal auf den Rücken drehen. Mach es dir bequem, einmal die Rückenlage einnehmen. Du brauchst die Füße in der Rückenlage aufgestellt. So nah ziehst du die Ferse ran, dass du schon fast mit den Fingerspitzen einmal nach hinten rankommst und deine Ferse fast schon berühren kannst. Die Rückenlage ist eine ganz entspannte Lage. Wir drücken die Wirbelsäule jetzt nochmal schön in die Matte. Versuchen die Arme entspannt neben uns zu legen. Der Blick geht automatisch nach oben auf die Decke. Wir lösen das Gesäß von der Matte, drücken das Gesäß nach oben, haben eine schöne Bauchspannung und legen wieder ab. Das ist erstmal alles, was wir machen. Popo nach oben, Bauchspannung. Und ablegen. Hoch. Kurz halten. Und ablegen. Versuch auch, obwohl du die Bauchspannung durchgehend hältst, also den Bauch festmachst, immer schön weiter zu atmen. Also nicht die Luft anhalten. Das ist ganz oft das Problem, wenn man versucht, den Bauch festzumachen, dass man dann auch die Luft anhält. Wir atmen ganz locker weiter. Und Popo wieder ablegen. Wir schaffen noch 5 Stück. Hoch mit dem Po. Halten. Und ablegen. 4. Bauch ist fest. Ablegen. Die letzten 3. Wir versuchen die letzten 3 natürlich jetzt noch ein bisschen länger oben zu halten. Und langsam ablegen. Versuch immer wieder beim Ablegen die Wirbelsäule schön in die Matte zu drücken. Du spürst beim Ablegen deine Wirbelsäule in der Matte. Letztes Mal hoch und halten. Genieße es, du darfst noch 5 Sekunden in der Position aushalten. 3, 2, 1, nach unten, mach dich lang, streck dich durch. Stell dir vor, jemand zieht an deinen Arm und an deinen Füßen gleichzeitig und du wächst nochmal um 1 Zentimeter. Und wir legen die Arme noch einmal neben dem Körper ab, stellen die Füße nochmal auf, Ferse nochmal so weit ranholen, dass du fast mit den Fingerspitzen deine Ferse berühren kannst. Bauch ist nochmal fest, Rücken fest in die Matte drücken. Kipp dein Becken so ein Stück, dann spürst du die Wirbelsäule gut in der Matte. Wir drücken uns nach oben noch einmal in die Schulterbrücke. Schulterbrücke, weil du spürst jetzt nur noch deine Schulterblätter, Hinterkopf, Arme und Füße. Der Rest ist in der Luft und wir steigern das Ganze natürlich nochmal. Wir lösen das linke Bein ab.
Schulterbrücke. Rechtes Bein kommt natürlich auch noch dran. Nach oben in die Luft. Wir kontrollieren wieder ganz kurz. Knie auf Kniehöhe. Wir stellen ab und bringen das Gesäß nach unten. Sehr gut. Das war super. Wir machen jetzt eine Sache anders. Wir drücken nicht auf einen Schlag das Gesäß nach oben, sondern wir lösen langsam Wirbel für Wirbel von der Matte. Dafür spannen wir den Bauch an, lösen das Gesäß und langsam Wirbel für Wirbel der Lendenwirbelsäule. Dann lösen wir die Wirbel der Brustwirbelsäule ab, bis wir oben in der Schulterbrücke angekommen sind. Wir starten jetzt mal mit dem rechten Bein, dass es nicht langweilig wird. Schieben den Fuß zum Himmel. Knie auf Kniehöhe halten für 4 Sekunden. Stellen ab. Linkes Bein. 4 Sekunden. Halten. Bauch ist auf Spannung. Knie auf Kniehöhe. Wir stellen ab. Rollen die Wirbelsäule zurück auf die Matte. Wir starten oben. Wirbel für Wirbel. Der Brustwirbelsäule wird abgelegt, der Lendenwirbelsäule und als letztes das Gesäß. Sehr gut. Mach dich nochmal lang. Streck dich nochmal durch. Streck die Zehen, streck die Arme. Und letztes Mal, dann hast du es geschafft. Komm in Position. Mach den Bauch ganz fest, löst das Gesäß, dann Wirbel für Wirbel aufrollen in die Schulterbrücke. Wir halten. Linkes Bein, 4 Sekunden. Abstellen. Rechtes Bein, die letzten 4 Sekunden. Durchhalten. Wir stellen ab und jetzt. Letztes Mal ganz langsam Wirbelsäule auf die Matte abrollen. Und geschafft. Mach dich nochmal lang. Streck dich durch und atme. Einatmen, ausatmen. Dann nimm die Arme zurück. Wir kommen über die Seite. Nach oben ins Sitzen. Bedanken uns, dass du mitgemacht hast und wünschen dir noch einen schönen Sonntag.